Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R und K Barbecue. Wie ihr seht, wir haben uns wieder hier an der Feuerbrenner eingefunden und wollen für euch ein leckeres Gericht fabrizieren. Und was wir genau machen wollen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, was machen wir denn heute Schönes? Eigentlich was ganz Einfaches. Und zwar habe ich mir vorgestellt, ich mache Kasseler Kotelett mit einem Karotten-Steinpilz-Risotto. Genau. Ja, und wie ihr seht, wir hatten ja schon mal sowas von der Firma, Feuer und Glas. Das war damals ein Brot. Und diesmal haben wir eben hier dieses Karotten-Steinpilz-Risotto. Mhm. Also seid gespannt. Mhm. Ja, da kommen wir mal zum Vorstellen der Zutaten. Also die Kasseler Koteletts habe ich einmal hier. Des Weiteren die Gemüsebrühe. Dann natürlich unseren Hauptdarsteller mit Karotten, Steinpilz, Risotto. Dafür brauche ich 100 ml Wasser. Dann etwas Weißwein habe ich hier. Eine klein geschnittene Zwiebel. Etwas Butter nachher. Salz und Pfeffer. In eine Pfanne noch. Und ein Behälter, wo ich mir gleich mein Karottensteinpilz-Risotto etwas ein- oder quellen lassen werde. Ja, ich werde jetzt erstmal meine fertige Mischung von dem Risotto hier reingeben. Schwierig hier wieder rauszubekommen. So, und dann gebe ich das Wasser dazu, weil das ja ein bisschen vorquellen muss. Das waren schon soweit erstmal die Vorbereitungen fürs Risotto. Ja, es kann losgehen. Und zwar stelle ich mir erstmal die Pfanne hier drauf. Huch, Gott, ist das heiß. Etwas Öl rein. Dann werde ich das ein bisschen heiß werden lassen. Ja, dann geben wir die Zwiebeln dazu. Kann ich nur sagen, das ist sowas von heiß hier. Ja, Feuerplatte. Ah. Ja, jetzt sollte man Handschuhe aufsetzen, weil es ist sehr heiß. Die Zwiebeln riechen schon mal lecker. Jetzt gebe ich meinen eingeweichten Risotto dazu. Schön verrühren. Auch etwas mit anbraten. Ich stelle es noch mal ganz kurz auf die große Flamme. Ja, jetzt kommt der Weißwein dazu. Jetzt gebe ich immer mal etwas Brühe dazu, damit es einreduzieren kann. Es geht verdammt schnell hier. Ich schütte noch mal etwas Brühe dazu. Also der erste halbe Liter ist schon weg. Ja. Ja, und wo wir diese Risotto-Mischung her haben, das werden wir euch wieder unter dem Video verlinken. Ja, und wie gesagt, immer mal etwas Brühe aufgießen. Immer schön fleißig rühren, bis der Fond immer mehr einreduziert. Ja, nach 20 Minuten ist der Reis fertig. Er köchelt hier noch ein wenig. Ich gebe jetzt zur Geschmacksverfeinerung noch etwas Butter hinzu. Nochmal alles verrührt. Sieht sehr gut aus. Ja, wir hatten auch schon zwischendurch mal gekostet. Also salzen, pfeffern theoretisch nicht. Ist eigentlich gut gewürzt schon. Durch die Brühe. Mhm. Ja, unser Reis ist ja jetzt soweit fertig. Unser Pilzrisotto werden wir uns jetzt mal hier mit diesen Kasslerkammen beschäftigen. Und dafür werden wir ganz einfach schön Öl auf die Platte geben. Und unsere Koteletts darin anbraten.
Und wir sind jetzt gerade noch dabei zu überlegen, ob wir diese Kasseler Koteletts salzen und pfeffern oder ob wir es sein lassen, weil normalerweise ist ja schon genug Salz und Pfeffer dran. Wir werden es sein lassen. Und dann werden wir sie das erste Mal schon drehen. Aber ich glaube, das dauert eine Weile. Ja, und zwischendurch wieder mal etwas über das Fleisch fahren. Sieht das nicht mega geil aus? Ja, wie ihr seht, wir kommen langsam zum Ziel. Wir haben hier schon schöne Röstaromen drauf. Sieht mega cool aus. Ja, genau. Da hinten unser Reis, unser Risotto. Und ich denke mal, in wenigen Augenblicken sind wir fertig und können uns beim Tellerbild wiedersehen. Tja, jetzt kommen wir noch zum Anrichten. Da habe ich mir hier so einen kleinen Ring besorgt. Dann werde ich mal das Risotto hier reinmachen. Dann drücke ich das noch etwas an hier. Ja, und dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Top! Ich habe auf mein Risotto ein bisschen Petersilie drauf gemacht. Jetzt gebe ich noch das Kasseler Kotelett dazu. Ja, und dann bin ich eigentlich fertig oder wir sind fertig mit unserem Essen. Genau. Tellerbild und dann Verkostung. So, liebe Zuschauer, Messer und Gabel. Ich werde mal das Kassler anschneiden. Also hier schon mal das Kassler. Schön würzig, nehme ich an. Eine kluge Entscheidung gewesen, es nicht zu salzen. Dann aber hier unser Risotto. Auf euch. Also von mir einen Daumen nach oben. Ich bin gespannt. Sieht gut aus. Von mir auch einen Daumen nach oben. Also von uns beiden eine Nachmachempfehlung. Ja. Gut, liebe Zuschauer, wir werden jetzt essen gehen. Aber vorher noch unseren Satz. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, hinterlasst einen wohlwollenden Kommentar. Einen Daumen nach oben würde uns freuen. Und ein Abo, was immer kostenlos ist. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder bei R&K. Tschüss.